Aula, ich komme! Ich bin hier nicht die Fürsorgetante vom Dienst. Alt wie ein Baum möchte ich werden, genau wie der Dichter es beschreibt. Also schön, darf ich jetzt mal sagen, was ich mal sagen will hier? Ist ja vielleicht eine Möglichkeit. Wenn sie außer sich war, dann war sie bei sich. Dann war sie wirklich bei sich. Und wenn sie bei sich war, hat sie an andere gedacht. Wir wollen Arbeit statt Arbeitslosigkeit finanzieren. Aktivität, nicht Aktionismus, war ihr Leib und Leben. Mache mir kein Image, ich quassel nicht viel, weil ich der Meinung bin, ich will die Quasselstrippe sein, sondern ich quassel viel, weil ich der Meinung bin, ich muss dir erklären. Regine lernte man nicht kennen, Regine kam und war patsch, plötzlich da. Mich hier zu der Tusnelda vom Roten Kreuz zu machen. Nicht stinks Rote Kreuz. Also das ist ein starkes Stück. Sie hat sich dafür entschieden, dass eine bestimmte Sache sinnvoll ist, gut ist, die ihr auch Spaß macht gleichzeitig, das heißt, war oft zusammen und dann wurde die so durchgezogen. Und das kann sie sagen, das war in der Politik genauso wie in der Familie. Ich sehe überhaupt keinen Bruch in ihr als politische Person und als Privatperson. Regine Hildebrand. Eine Legende schon zu Lebzeiten. Eine Politikerin, verehrt und geschmäht. Mutter Courage des Ostens für die einen, Nervensäge der Nation für andere. Sie ist fast 50, als sie ins Scheinwerferlicht der Politik tritt. Die Jahre zuvor, ein Lebensweg, in dem sich die Geschichte Berlins widerspiegelt, mit Brüchen und Widersprüchen. Regine Hildebrand, eine Chronistin ihrer Zeit. Als sie ihren späteren Mann Jörg Hildebrand kennenlernt, ist sie das ungewöhnliche Mädchen Regine aus der Bernauer Straße. Der Schicksalsstraße zwischen Ost und West. 1941. Kleine Leutegegend am Rande des Weddings. Taufe bei Radischewskis in der Bernauer 14. Am 26. April ist Tochter Regine zur Welt gekommen. Es ist Krieg. In Berlin schlagen die ersten Bomben ein. Regines Vater ist Unterhaltungspianist. Ich möchte so gerne. Heitere Stunden oder getanztes Leben heißen die Programme, mit denen er an der Front tourt. Als der Bombenalarm Alltag wird, geht die Mutter mit ihren zwei Kindern aufs Land. Für den 4 Jahre älteren Bruder Jürgen und seine Schwester Regine eine nahezu unbeschwerte Zeit. Typisch für meine Mutter ist eben sagen, ach komm, nimm das mal nicht so ernst, wir kriegen das schon hin. Und diese positive Grundeinstellung war, glaube ich, sehr gut für uns als Kinder. Radischewskis werden ausgebombt. Neuanfang in der Bernauer 2. Die erste Friedensweihnacht. Ein Baum mit Kerzen. Für die Tochter eine Puppe. Die Familie hält zusammen. Gesellig ist es, wenn der Vater etwas zum Besten gibt. Das Klavier für Regine unentbehrlich. Sektorengrenze. Regine wohnt im Osten, die Schule ist im Westen. Das ist näher. Mit 10 Jahren erwachte mein Ehrgeiz. Eine Eigenschaft, die mir auch im folgenden Leben viel zu schaffen machte. Schreibt sie in einem Schulaufsatz. Wenn sie als kleines Mädchen Geburtstag hatte, hatte sie fast die ganze Klasse eingeladen. Wenn ich Geburtstag hatte, waren 2, 3 Freunde da. Also der Hang dazu, mit einer größeren Gruppe umzugehen, zu feiern, war also schon in dem kleinen Mädchen angelegt. Regine, die Klassenbeste, ist eifrig im Fotozirkel.
Kinderalltag an der Sektorengrenze. Flüchtige Momente, festgehalten in Schwarz-Weiß. Ihren Tagesablauf protokolliert sie im Kalender. Sie wird ein Leben lang dokumentieren. 1952, ein DDR-Gesetz zwingt zum Schulwechsel in den Osten. In einem Schulaufsatz schreibt sie später: Man versuchte mich zum Eintritt in die Pioniere zu bewegen. Ich hatte ja gar keine Ahnung, was das sei und abonnierte erst einmal die Zeitung Der Pionier. Aber mir ist der Mensch als Masse schon immer unsympathisch gewesen und so verspürte ich gegenüber der Massenorganisation ein Unbehagen. Sonntags gehen Radischewskis mit den Kindern nach nebenan, zum Gottesdienst in die Versöhnungskirche. Als Pfarrer Hildebrand die Gemeinde übernimmt, wird diese Kirche für Regine zum Lebensmittelpunkt. Die drei Söhne des Pfarrers sind ihre Freunde. Bei den Hildebrands erlebt sie eine neue Welt mit klassischer Musik und vielen Büchern. Für ihr Elternhaus, den Vater, der auch im Kaffeehaus spielt, schämt sie sich plötzlich ein wenig. Jörg Hildebrand, der jüngste Pfarrerssohn, wird Tischtennisgegner und Vertrauter. Redegewandtheit, Schlagfertigkeit, auch Widerborstigkeit. Das waren wir Jungs von Mädchen eigentlich nicht gewöhnt. Die Mädchen hatten uns zu gehorchen oder hatten zu tun, was wir wollten oder sollten bleiben, wo der Pfeffer wächst. Da hat sie sich nie dran gehalten. Sie gehörte dazu. Die hat ja auch manchmal gesagt, viel lieber, wir sind Junge geworden, hat sie früher mal gesagt. Aber sie ist ja auch, sagen wir mal, also so ein bisschen junghaft ein Leben lang geblieben. Die ersten Seidenstrümpfe trägt Regine zur Konfirmation. Sie entscheidet sich für eine stille Einsegnung am Abend. Ich bekam das Abendmahl und nahm es in vollem Bewusstsein der übertragenen Bedeutung. Mein Konfirmationsspruch, ich bin das Licht der Welt und die Verpflichtung, Zeuge Jesu Christi zu sein, werden für immer meine Leitfäden sein. Da bin ich nach dem Zweiten Weltkrieg reingewachsen. Das war ja in noch viel stärkerem Maße, als ich es in Erinnerung hatte, war das der Ort, wo wir gelebt haben. Wissen Sie, wo wir nicht bloß zum Gottesdienst gegangen sind oder so, sondern mit allem. Pfarrer Hildebrand wird für Regine eine Vaterfigur. Seine standfesten Grundsätze verinnerlicht sie. Sie sah, wie überall alle einknickten in der Schule, sei es, dass sie zum Pionieren oder zur FDJ ging. Und da hatte sie jemand, der ihr sagte, wie man auch einen geraden Weg gehen kann. Und das war ihr ungemein wichtig. Regine Hildebrands Tochter Frauke weiß, dass die Mutter ihren Schwiegervater ein Leben lang verehrt hat. Der ist so ein ostpreußischer Rhetoriker, der predigen konnte einfach. Und der hatte eine Idee davon, wie ein gottgefälliges Leben auszusehen hatte. Und er hat so gepredigt, dass die Leute, wenn sie nach dem Gottesdienst rausgingen, der Meinung waren, und so ist es und so wird es gemacht. Und das hat sie überzeugt. Regines Leben spielt sich auf dem Grenzstreifen ab. Am 17. Juni 1953 wird die Bernauer abgeriegelt. Nach ein paar Tagen ist alles wie vorher. Absurdität des Kalten Krieges. Wenn wir bei uns zu Hause aus dem Fenster geguckt haben, waren wir mit dem Kopf im Westen und dem Hintern im Osten. Schuhe kaufen, Freunde oder Verwandte besuchen, ins Kino gehen. Der Westen gehört dazu. Trotzdem will Regine Radischewski an der Humboldt-Universität im Osten studieren. Biologie. Das Abitur hat sie mit Auszeichnung bestanden. Doch zum Studium wird das Mitglied der jungen Gemeinde nicht zugelassen. Der Vater einer Freundin vermittelt, der namhafte Zoologe Erdmann schafft es, dass sie studieren darf. Ihr Element: Pflanzen bestimmen, Tiere beobachten. Und sie wird beobachtet. Ilse Junghann erlebt den Druck, unter dem ihre Freundin steht. Eines Tages hat dann die Parteigruppe der Seminargruppe einen Schrieb aufgesetzt, Regine ist für diesen Staat nicht geeignet und das Studium, der Staat zahlt für das Studium einer, die nicht mal hinter dem Staat steht, also das geht nicht, sie soll geäxt werden.
Sie setzt sich für die Freundin ein. Regine bleibt. Am 13. August 1961 sind sie in Sachsen unterwegs. Um 22 Uhr die Hiobsbotschaft. Berlin ist gespalten. Das kann nicht lange dauern. Doch dann rücken die Maurer an. Mit den Pfarrerssöhnen diskutiert sie, bleiben oder gehen. In der Bernauer ist es nur ein Sprung in den Westen. Sie sind sich einig, bleiben. Ihr Bruder Jürgen aber will fliehen. Sie fand das also nicht gut. Aber sie war dann wieder so realistisch, dass sie dann noch, als wir in Dessau wegfuhren, sagt, aber den kleinen Tisch, den finde ich doch gut. Das wäre doch schade, wenn der wegkäme. Und so kann man den nicht mitnehmen wenigstens. Und dann haben wir den auf dem Gepäckträger festgemacht. Also sie war immer realistisch. Am 5. September seilen sich Jürgen und seine Frau ab. Mein liebes Brüderlein ist wirklich der Mensch, der mir am nächsten...